Für mich geht's heute ins südliche Burgenland zu Gernot Heigl. Rechtzeitig zu meinem Geburtstag freue ich mich umso mehr, seine Flusskrebse zu besuchen. Gernot wird uns sicher viel über diese Delikatesse erzählen können und hoffentlich werden wir sie dann auch gemeinsam verspeisen. Hallo Gernot. Ja, wo warst du denn so lang? Freut mich. Bei mir ebenfalls. Mich freut es wirklich heute. Ich habe mir dich gewünscht von der Redaktion. Du bist ein Schleimer. Aber ich habe gehört von der Redaktion, du hast heute Geburtstag. So gesehen, das müssen wir schon machen. Dankeschön. Ja? Bei uns wird knutscht. Alles Gute. Ja, bei mir eigentlich eher. Flusskrebse. Genau, kann ich da gerne anbieten. Hinter dir siehst du die Halle. Okay. Bin ich noch immer der Einzige in Europa, der Flusskrebs in einer Halle züchtet. Okay. Die werden beliefert privat wie Haubenköche. Du bist ja mit einem Fahrrad da, ist mal eine Herausforderung. Das ist mein Fahrrad. Ganz was anderes. Von auf daher dem werde ich heute kochen. Bin ich mehr als interessiert, an das einmal zu sehen, was du da machst. An den Flusskrebsen. Und anbieten kann ich dann natürlich auch ein bisschen Fisch, also Saibling, wenn du da Lust hast. Das wird mein Geburtstagsessen, das ist hervorragend. Ja, da bin ich ja schwerst begeistert. Soll ich dir mal kurz das Rad zeigen? Ja. Oh, das ist meine Küche. Das ist der Gasherd, da werden wir kochen. Da ist der Kühlschrank und meine Kochutensilien drinnen. Das schaut super aus. Kann man coole Sache, oder? Kann man nichts sagen, ja. Also was immer du da zauberst, am Ende werden wir es verspeisen. Wohl, oder? Du wirst, ja, auf jeden Fall. Du wirst mir noch ein bisschen was erzählen, wie man die Flusskrebse richtig putzt. Ja, ich werde es erzählen und du wirst es machen. Ich werde es machen, du wirst mir sagen. Wir starten. Ja. Ich würde sagen, ich nehme euch mit und wir schauen uns in der Halle die Flusskrebse und die Saibling an. Dann gehen wir. So, jetzt sind wir in meiner Zuchthalle. Ihr seht hier 6 Becken, insgesamt gibt es 24. Wir können uns in dem Bereich frei bewegen. Dahinter habe ich noch sehr viele Kleintiere, deshalb bleiben wir hier vorne, damit wir die da hinten nicht zu viel sehr abschrecken. Die sind jetzt schon für die kulinarische Verabreichung vorgesehen, darum haben die auch keine Verstecke. So wie die hier sind, das sind amerikanische Signalkrebse, habe ich im Jahr 2010 ursprünglich begonnen mit dem heimischen Edelkrebs. Der ist aber auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Und das war dann der Wechsel auch für mich, nicht den österreichischen heimischen Edelkrebs essen und sich dann vielleicht Gedanken machen, sondern man isst jetzt den Signalkrebs, und zwar den amerikanischen bzw. den europäischen Flusskrebs, den Galicia. Beide sind bei mir in der Zucht. Die Edelkrebse habe ich nur mehr zum Aussetzen und Auswildern in der Natur, zum Wiederbesetzen. Die Tiere haben eine Krebspest, so nennt sie das, ist ein Pilz, der unsere leider am Leben nicht lässt. Das heißt, wenn diese Krebspest ausbricht, dieser Pilz, dann sterben unsere Edelkrebse unweigerlich, gibt es keine Mittel dagegen. Daher züchte ich die so, dass wenn wir den am Teller haben, egal in welcher Küche auch immer, dass wir den Genuss dieses zarten, weißen und weichen Fleisches bedenkenlos vornehmen kann. Wasser und Fisch war immer schon mein Hobby. Und aus dem Gedankengut im Oktober war dann im Folgejahr im Mai der erste Krebs in dieser Halle. Das heißt, Wissen gleich null, Erfahrungswerte sowieso, bin ja immer noch der Einzige. Ich habe vieles gelesen, ob das jetzt Schrimpszuchtberichte aus Thailand waren, wie die dort vorgehen, Süßwasserkrebs in Australien. Wir brauchen circa 4 bis 5 Jahre, bis man aus einem Ei alles selbst produziert. Also Krebs legt Ei, entwickelt sich, wächst. Die Krebse, so wie man sie hier sieht, haben den Vorteil, dass sie auch an der Oberfläche, also außerhalb des Wassers, leben können. Daher haben die keinen Stress, die atmen auch Lungen, können Sauerstoff verarbeiten, im Wasser genauso wie an der Luft. Und deshalb ist es jetzt für den, außer dass er jetzt vor der Kamera vielleicht ein bisschen lachen oder sich bewegen muss, keine Art von Stress, sondern wir können ihn ins Wasser hineingeben. Dann sieht man, dass er sich genauso bewegt, wie wenn wir ihn hochheben. Also es hat nichts mit Tierquälen zu tun. Die sind in sich total ruhig. Ich darf euch gleich zeigen, der Unterschied zu Männchen und Weibchen. Wenn ihr hier schaut, die haben hier 2 von diesen Begattungsstäben. Das ist eines und das ist das zweite daneben. In diesem Fall Begattungsorgan, Eklor ist Männchen. Und wenn diese beiden Teile fehlen, das ist das einfachste Erkennungsmerkmal, dann ist es ein Weibchen. Um den Krebs in diese Größe zu bekommen, gehen wir mal davon aus, der wird so um die 60, 70 Gramm haben, müssen wir dann wiegen. Aber ist es ein leider sehr langer Vorgang. Das Problem ist, dass die langsam wachsen. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch wenige, die sich damit beschäftigen, also mit einer Halle sowieso nicht.
Aber vom Ei bis zu der Größe haben wir einen Zeitablauf von plus minus 4 Jahren. Jetzt fange ich für den Paul. Die Krebse, die wir dann auch zubereiten und verspeisen werden, und gehen einmal zu ihm hinaus und schauen, was er damit anfängt. So, lieber Paul, die Messer sind gewetzt. Die Messer sind gewetzt. Da kommt die Lieferung. Das schaut da frisch aus. Oben haben wir unseren Saibling. Dankeschön. Einmal filetiert. Flusskrebse sieht man in Österreich nur lebend. Oder schon gekocht. Oder schon ausgelöst, fertig, genau. Wenn ihr das jetzt mal probiert, das heißt, wir nehmen den Krebs dann und der kommt so rum, genau, ins kochende Wasser. Kopfüber. Der Krebs hat überhaupt keinen Bezug, er riecht es nicht, er hat keine Ahnung, was mit ihm passiert. Und weil er kopfüber, so wie du es gezeigt hast, so ins Wasser hineinfällt, ist er in einem Bruchteil von einer Sekunde ist er getötet. Alles andere hat keinen Sinn. Tieffrieren, wie ich höre, gibt es in Frankreich, ist eine Methode, mit der ich nichts anfangen. Und würdest du ihn am Kopf schlagen, er hat nicht so eine Gehirnstruktur wie wir, dann würde er trotzdem noch einige Zeit über den Weg laufen können und nicht gleich tot sein. Daher, wir brauchen uns nicht schrecken. Es ist einfach so, der Krebs wird zubereitet, genauso wie Hummer und andere Schalentiere, im kochenden Wasser. Das ist human, das ist tierschutzgerecht. Und Schlachten gehört, wenn man Tiere isst, einfach dazu. Beim Huhn genauso wie beim Schwein. Das unterschreibe ich hundertprozentig. Also müssen wir wissen, gehen was wir mit den Tieren sorgsam um. Was unsere Zuschauer auf jeden Fall noch interessiert, ist, das ist der Saibling. Aber vor allem, woran erkenne ich, wenn ich jetzt am Markt, wenn der mir den verkaufen würde, dass der frisch ist? Was wichtig ist, das Auge, es sollte relativ dunkel und schwarz sein, zeigt von einer Frische. Anders ist es weiß, grau, schal. Genauso der Schleim ist nichts, was einen schrecken soll. Schleim beim Fisch gehört durchaus dazu. Das heißt, alles, was trocken ist oder in irgendeiner Form riechend. Ein Fisch riecht in Wahrheit nicht stinkend, ein Fisch riecht nach Fisch. Also, wenn man den Saibling roh ist, dann auf jeden Fall nur aus einer verlässlichen Quelle und sonst Schockfrosten, aber man ist sich sicher, dass keine Parasiten oder irgendwas im Fisch drinnen sind. So ist es. Aber jetzt habe ich Hunger. Ich möchte aus dem Saibling ein Tartar machen, kommt ein bisschen Limette rein, Chili, ein bisschen Sojaöl und dann mache ich Nudeln mit den leckeren Flusskrebsen, die wir kurz kochen, dann auslösen und dann mit ein paar Tomatenbutter in der Pfanne schwenken, ein bisschen Petersilie dazu. Ein Weißwein zu dem Essen wäre der Hit. Rosé, Weißwein? Du, Rosé geht genauso. Also, ja, ich werde mich bemühen. Mal schauen, ob ich was finde. Ja, was du findest, super. Mach's gut, freut mich. Danke nochmal. Bis gleich. Also. Zuallererst kümmern wir uns um unseren Saibling. Ganz interessant. Ich habe vorhin noch mit dem Gernot geredet, woher die unterschiedliche Färbung des Fleisches kommt. Und es hängt davon ab, was die Fische essen. Der hat anscheinend ein paar von den Krebseln erwischt und deswegen ist das Fleisch ein bisschen roter. Um unser Saibling-Tartar zu machen, werden wir das jetzt von der Haut entfernen. Dazu nehmen wir ein Messer. Idealerweise ist das ein bisschen biegsamer wie das. Und idealerweise haben wir da jetzt fast kein Fleisch mehr drauf. Wie man sieht, eigentlich ganz gut gelungen. So, das kommt in unsere Biotonne. Hier sieht man es, da müsst ihr mit der Kamera ganz nah zu bekommen. Da ist noch eine Reihe, sieht man das? Man hört es vielleicht. Die kann man jetzt entweder zupfen oder ich fahre jetzt wirklich da mit dem Messer her und schneide hier schön. So, jetzt habe ich jetzt den ganzen Bart mit den Gräten rausgeschnitten. Weniger Fleischverlust habe ich, wenn ich meine Pinzette nehme und die dann quasi wirklich aus dem Fleisch ziehe. Auf jeden Fall wollen wir sie in unserem Tartar nicht haben. Wir legen den jetzt noch kurz auf Eis. In der Zwischenzeit rechten wir unsere Marinade her. Zu unserer Marinade. Wir machen das heute sehr rudimentär. Das heißt, wir haben also sehr simpel Limette, ein bisschen Chili. Wir haben ein bisschen Sojasauce. Ich finde es ganz gut. Die ist jetzt ohne Glutamat oder irgendwas. Olivenöl und Salz. Von der Limette nehmen wir den Saft, aber auch die Schale. Die Schale gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen Kick. Und dafür braucht man eine gute Reibe. Super kleine Limettenschalen. Den Trick kennt ihr sicher schon von anderen Kochshows. Beim Ausdrücken der Zitrone oder Limette einfach über den Handrücken so reinpressen, dann gibt es keine Kerne. Die bleiben in der Hand. So, was haben wir gesagt, kommt noch hinein? Ein Schuss Öl.
ein bisschen Säuer. Dann noch Salz. Und last but not least der Chili. Hier wieder, je nachdem wie viel man mag. Den Chili mit so Wippbewegungen am Messer vorne drauf, dann kann man sich auch nicht bei den Fingern wehtun. Dann kann man ganz leicht hier hin und her wippen und man bekommt den ganz klein, wie ihr seht. Schaut, super small. Als nächstes schneiden wir den Fisch ganz klein. Es muss nicht super fein sein, aber so, dass man dann einfach mit dem Brot essen kann, ohne ihn schneiden zu müssen. Beim Fischkonsum sollte man uns Gedanken machen, wo man den Fisch kaufen, welchen Fisch man kaufen. Es gibt einige Zertifikate, das kann sich jeder im Internet anschauen. In Österreich 95% der Fische, die wir kaufen, sind importierte Fische. Und bei den Fischen ist das große Problem der Beifang. Jeden Fisch, den ich esse, für den muss ein Fisch sterben. 50% davon ist Beifang, der wieder ins Meer geworfen wird, toter. Da sind Haie dabei, da sind Delfine dabei, da sind Schildkröten dabei. Nicht notwendig. Wir sehen ganz kurz, dass den geschnittenen Saibling noch unmariniert. Wir marinieren den jetzt und tun ihn dann in unseren Kühlschrank. Durch die Zitrone tritt eine chemische Reaktion ein. Die Eiweiße werden aufgebrochen und der Fisch wird quasi gegart. Das Ganze nennt sich auch Denaturieren. So, jetzt tun wir unser Tartar in den Kühlschrank. Lassen es noch ein bisschen einziehen. Und vielleicht kommt er dann auch der Gernot und bringt mir schon einmal einen Schluck Wein. Das freut mich. Jetzt könnte ich sagen, da riecht es ja wie in einer guten Küche, oder? Zum Trinken hört man da auch was. Schützenhof. Ist das aus der Region? Ja. Schau mal, ich habe ein Geheimfach. Tja. Oh je. Machst du oder mach ich? Nein, du machst. Ich hab's gebracht, du machst auf. Trinkst du einen Schluck, oder? Ja, normal nicht, aber mit dir schon. Zum das Geburtstag, oder? Die Regel ist die Ausnahme, oder? Genau, in diesem Sinne. Du auch nicht. Prost, ich trinke noch mal zum Geburtstag. Merci, echt? Hunger habe ich auch schon. Trink schnell. Und jetzt kümmern wir uns um die Krebse. Das Wasser kocht und ich schmeiße die jetzt einfach rein, oder? Genau, wie besprochen. Kopf über. Und? Tut ihm nichts. Das war dein erster. Also man sieht, jetzt sind die noch blau. Wenn wir sie reinwerfen, werden sie rot. So, meine Freunde. Und das ist unser letzter. Dann sind sie alle drin. Ich will jetzt auch mal da reinfilmen, wie sich die Farbe geändert hat. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Wenn ihr einen roten, also wenn die Garnelen rot sind, auch wenn das im Supermarkt in irgendeinem Packerl sind, dann sind die schon gekocht, sonst sind sie blau. So, jetzt sind sie auf jeden Fall fertig. Raus damit. Warum ich das jetzt auch mit dem Schöpfer mache? Vor allem deswegen, weil ich das Wasser behalten will, um meine Nudeln dann in dem Wasser zu kochen. Das hat den Vorteil, dass wir den Geschmack der Krebse in die Nudeln hineinbekommen. So. Boah, die schauen so geil aus. Ist das eine Farbe? Jetzt sind sie noch heiß, nehmen wir an. Ja. Essen retten ist ein Thema, das wir später in unserem Beitrag sehen werden. Ich finde es super, dass du das betreibst. Was wir im Beitrag sehen werden, ist ganz eine andere Form des Essens retten. Da geht es um Foodsharing. Spannende Sache. Diese Teile werde ich mit keinem teilen. Vielleicht nur, also mit dir schon, aber sonst. Wollte ich gerade sagen, wie ist das neidisch? Nein, sonst kriegt das niemand. Na gut, dann gehen wir ans Zerlegen. Ich reiße. Das ist ein bisschen spitz. Aufpassen. Unsere Ding runter, den raus. Und jetzt dein Trick war. Na, oder? Genau. Und dann sollte den so auseinanderbrechen. Mal schauen. Habe ich das geil gemacht? Ja. Das ist das Fleisch der Schere unseres Krebses, das wir in unseren Gewässern haben. Also, man dreht ihn hier ab. Oh, schau mal, das ist der Ganze schon heraus. Tja. Das ist ja noch einfacher. Das ist ja vorher für ein Modell gewesen. Ja. Besser geht's nicht. Gut, that's it. Also, die Scheren heben auf. Die werden wir nachher auf die Pasta oben drauf tun. Das Coole ist jetzt, dass wir den Geschmack der Flusskrebse nicht verloren haben, sondern der im Wasser drin ist. Wir haben hier super handgemachte Eiernudeln. Die kommen jetzt ins Wasser. Es wurde schon 100 Mal gefragt, Öl ins Nudelwasser reinlernen bringt wirklich nichts. Das schwimmt oben und that's it. Gut, die werden wir jetzt noch ein bisschen herrichten, indem wir sie dann auch, die löse ich jetzt zwar nicht aus, die möchte ich dann so mit unserem Trick. Na, die Nudeln müssen unbedingt raus, ja nicht zu weich kochen. Das mache ich jetzt gleich. Und dann reden wir noch mal drüber, wie wenig da uns eigentlich übrig bleibt von unseren Fischis.
Schauen wir es uns einmal an. Das heißt, die Schwanzstücke, die du jetzt hast, da ist natürlich der größte Fleischanteil. Wir haben aber auch das Fleisch hier in den Scheren. Mhm. Delikatesse, eigentlich sogar noch mehr von den Scheren, weil das noch feiner ist als im Schwanzbereich. Also, wir haben heute zu meinem Geburtstag eine richtige Delikatesse. Die Tiere brauchen bis zu 4 Jahren, bis sie die Größe erreichen. Wir essen heute ein Drittel davon, der Rest wird in einem zweiten Kochgang verwendet werden. Und jetzt werde ich sie kochen. Dazu, was haben wir gesagt? Wir werden ein paar Tomaten nehmen, ein bisschen Knoblauch. Ich richte mir das jetzt her. Oh, das sind ja da gerade so unten. Eben auch die Petersilie. Wir schneiden die Tomaten jetzt klein, tun jetzt zum Knoblauch dazu. Schwitzen das alles miteinander kurz an. Ich möchte das ruhig ein bisschen, die Tomaten sollen nicht total verkochen. Petersilie, ein Schuss Wein und that's it. Die Petersilie zupfen, das kennt jeder, kann jeder. Zum Fisch passt Petersilie hervorragend. Also für mich zu Garnelen, Krebsen, Tomate, Petersilie ist eine perfekte Kombination. Gut, die Pasta ist fast fertig. Den Saibling braucht man nicht mehr, der war vor allem zum Herzeigen. Den legen wir auf Eis. Das Tartar ist fertig, die Pasta ist fertig. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, du hast einen Weißen auch noch. Du bist dann für die Soße. Naja. Also ein Weißwein. Ein Weißwein. So. In der Zwischenzeit haben wir unser Tartar hier in den Kühlschrank getan. Hoppala. Ich habe das ein bisschen in Folie getan, damit das schön einziehen kann. Mein Gabel, probieren wir das einmal. Der Fisch ist. Es tut mir so leid, dass ihr das nicht probieren könnt. Boah. Geil. Nudeln sind fertig. Hier haben wir unsere Pomodorini angeschwitzt. Jetzt kommen die Schwänzchen dazu. Wir tun die Krabben auch noch mal rein, weil die sind schon kalt. Wir machen das ganz schnell. Nur gerade damit die warm werden, durch sind sie schon. Ja, Pasta rein und dann werden wir anrichten. Super. Da tun wir die Petersilie jetzt dazu. Da braucht es halt nicht mehr kochen, sonst verlieren die Kräuter ihre Wirkung. Dann richten wir an. Holen wir uns 2 Teller. Einmal für unser Tartar, einmal für unsere Pasta. Warte ganz kurz, für das Tartar werden wir noch schön Brot schneiden. Zu unserem Tartar verwenden wir jetzt noch ein bisschen was von der Frühlingszwiebel, aber nicht das vordere, was wir immer verwenden, sondern das hintere, was eigentlich ein bisschen mehr in den Schnittlauch kommt, und schneiden das ganz dünn. Gerade das ein bisschen. Das ist jetzt unser Fischtartar, das ist fertig. Die Pasta auch. Die richten wir jetzt hier an. Dazu nehmen wir einen frischen Löffel und eine frische Gabel. So. Das Gemeine bei der Pasta ist, dass die guten Sachen immer ganz unten sind. Das heißt, wir tun zuerst, hoppala, die guten Sachen verschwinden hier. Ob, ah, weg. So. Hey, nicht kosten, das ist ja wohl, das ist aber jetzt eine Gemeinheit. Ich bringe ihn Wein und du bist schon da am Schmatzen. Da hast du aber bemüht. Geburtstagsessen. Magst du probieren? Ja, wir probieren es gemeinsam. Nein, Gabo. Es ist irgendwie die kulinarische Freude schlechthin, dass das genau so schmeckt, wie man es immer denkt. Das Gute ist, wenn du es nachkochst, kannst du immer sagen, es schmeckt sicher genauso wie im Fernsehen. Und jetzt ich das. Und die anderen müssen zuschauen. Das finde ich super. Und wie findest du es? Bist du zufrieden? Nachdem du Geburtstag hast. Heute kriege ich so viele Bussis. Nee, ist wirklich gut, genial. Mhm. Wir essen jetzt noch das Tartar, trinken ein Glas von dem Weißen und ihr schaut euch in der Zwischenzeit das Foodsharing an. Hallo und herzlich willkommen im regnerischen Wien. Es schifft wie blöd, aber wir von Foodsharing sind bei jedem Wetter unterwegs. Ich bin die Tina, wie gesagt von Foodsharing. Wir sind eine Initiative, die sich mit der Rettung von Lebensmitteln befasst. Sprich, wir holen Lebensmittel ab, die entweder aus dem Sortiment genommen werden oder abgelaufen sind oder am Abend, am Ende des Tages nicht mehr verkauft worden sind. Und die nehmen wir und geben die weiter, um sie vor der Tonne zu retten. Foodsharing, Lebensmittel retten ist und teilen ist unser Slogan. Und das ist super, weil da kann wirklich jede mitmachen, die möchte. Ganz einfach,
Im Prinzip ist es so, dass ihr euch einfach auf der Homepage registriert, Name, Adresse, Bild hochladet und dann kurze Informationen durchlässt, weil wir hauen niemanden ins kalte Wasser, so ist es nicht. Und nach der Theorie kommt die Praxis, wie überall. Und dann nehmen wir euch mit auf 3 Einführungsabholungen mit erfahrenen Foodsaverinnen, damit ihr auch ein bisschen lernt, wie es so funktioniert. Und ja, dann könnt ihr euch eigentlich mit eurem Ausweis, den ihr dann bekommt, schon eintragen und selber Lebensmittel abholen. Ich hab den schon. Und da ist auch gleich ein Betrieb. Wisst was? Hol mal einfach was ab. Kommt einfach mit. Kommt's? Ah ja, da ist er ja schon, der Freund meines Vertrauens. Oh, danke vielmals. Danke dir. Ciao. Ja, das, was ich als Überschuss habe und was ich wirklich niemand erfresse quasi, das bringen wir jetzt in den sogenannten Verteiler, einen öffentlichen Kühlschrank, wo jede und jeder hinkommen und was nehmen oder auch was reingeben kann. Ja, ab in den Regen, würde ich sagen. Kommt. So, da, und da sind wir. Das ist jetzt dann das Café mit dem Verteiler. Vielleicht sollte ich euch was erzählen über die Geschichte von Foodsharing. Und weil Sitzen das gleiche Geld kostet, machen wir das gleich einmal so. Ach, einmal ist im Jahr 2012. In Berlin hat alles angefangen. Da hat nämlich der Raphael Fellmer erstmals einen Supermarkt angesprochen, weil er sich gedacht hat, ich würde nicht in die Tonne springen. Ich frage sie einfach, ob sie mir die Ware selber geben. Freiwillig. Und die haben das tatsächlich gemacht. Dann haben sie einen Vertrag gemacht über diese Lebensmittelzuwendungen. Und ja, dann ist der Raphael dorthin gegangen und hat erstmals abgeholt. Und mittlerweile ist es so, es gibt also eine riesige Plattform im Internet von Foodsharing und es gibt auch eine Facebook-Gruppe. Es ist von Berlin, wo es 4000 Foodsaverinnen gibt, bis nach Österreich und auch in die Schweiz übergeschwappt, weil einfach irrsinnig viele Menschen interessiert daran sind, nachhaltig zu leben und weniger wegzuwerfen. Und wenn man sich überlegt, dass jedes Jahr in Wien so viel Brot weggeworfen wird, jeden Abend genau genommen, wie in Graz gegessen wird, kann man sich vorstellen, das ist schon eine Menge. Ich selber bin dazu gekommen, das ist schon ein bisschen her, so ein bisschen über 2 Jahre. Und das war so, dass ich mir gedacht habe, mir den Fernsehbeitrag angeschaut habe und habe mir gedacht, wow, so viel Essen wird, so 60.000 Tonnen im Jahr in Österreich werden weggeworfen an Lebensmitteln. Und ich habe es überhaupt nicht gepackt. Dann hat ein Freund von mir gesagt, du, ich bin bei Foodsharing, komm mal mit, schau dir das an, mach mit, sei dabei. Und ich so, war's okay. Und habe mir dann gedacht, okay, schau ich mal an. Und war im ersten Moment total erstaunt, wie viel Essen tatsächlich überbleibt. Da drinnen ist dann ein Verteiler. Das ist ein öffentlicher Kühlschrank, der ist also für jede und jeden zugänglich und versteht sich auch so ein bisschen als ein Kätzelkühlschrank. So, oder? Abmarsch! Ihr könnt gleich mitkommen. So. Da, folgt mir unauffällig. So, da ist er auch schon, der Verteiler. Ah. So. Feine Sache, das wird nicht lang dauern. Erfahrungsgemäß. Und das Ärgste, was ich je erlebt habe, war, da habe ich einen Verteiler befüllt und habe das gepostet und habe dann nachher, es war in einem Kaffeehaus, und habe zu der gesagt, du, ich trinke noch einen Kaffee, geh, machst mal einen Kaffee. Und die so, ja klar. Und 30 Sekunden, kein Spaß, 30 Sekunden, nachdem ich es gepostet habe, ist die erste in der Tür gestanden, ich habe gehört, es gibt was im Verteiler. Das ist so geil, oder? So. Und einmal Piratenspaß. Passt. Oh, da haben wir ein Tofu übersehen. So, da. Das war's auch schon. Tschüss. Liebes Publikum, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr meinen Geburtstag mitgefeiert habt. Gernot. Aber lieber Paul, ein Geburtstag ohne Geschenk, das ist zumindest im Südburgenland unmöglich. Nachdem ich gemerkt habe, dass dir die besonders geschmeckt haben. Ach, ich bin so glücklich. Munde es dir. Alles Gute nochmal zum Geburtstag. Vielen Dank, ich krieg dir noch das Abschiedsbusse. Burle, lass das schmecken. Aber zum Transport, du hast den Vorrat. Werden wir das irgendwie passieren? Werden wir das da irgendwie montieren, genau. Ja. Stressfrei. Jedes gescheite Fahrrad hat einen Wackelträger. Genau. Du. Warte, hilf mal kurz, mach das mal da. Du montierst. Du lässt los. Ich lass los. Und ich bin dahin. Mach's gut, Pauli. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich komm sicher wieder. Ja, warte mal. Wir schaffen's. Ciao. Tschüss, Pauli.